Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Clash Royale. Wunderbar, wir haben überraschenderweise zuerst am Anfang jetzt mal den Elixiersammler auf der Hand, den wir gleich bei 10 Elixier setzen werden. Hätten wir trotzdem setzen können. Okay, lieber erstmal einen Angriff abblocken. Weil ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Elixier gut gemacht. Ich habe 6 Elixier verwendet und der Gegner war jetzt hier gerade mit 9 Elixier am Start. Plus nochmal Pfeile. Also, ohne Witz, ich glaube, ich habe meinen Elixiersammler, den ich gerade dahingestellt habe, schon rausgetradet. Verteidigen wir weiter, bis wir uns den Golem leisten können. Und dann kommt der wieder hinten rechts, damit wir halt den Elixiersammler und das Elixier für den Golem nutzen können. Also, beziehungsweise für den Damage, den wir dahinter setzen werden. Und, das ist Abfuck. Leck mich doch hart. Das war gerade wieder viel Elixier verschwendet, um diesen Piss zu verteidigen, der eh verreckt ist. Also war das gerade ziemlich vorteilhaft für den Gegner, weil das jetzt meine Angriffsstärke ziemlich minimiert. Ach fuck, das pisst mich gerade an. Aber wenigstens habe ich jetzt gerade den Babydrachen gegen die Skelettenarmee richtig gesetzt. So, zack, da kommt der Bandit und zack. Der Bandit, der macht so viel Schaden, der lebt noch, der macht noch. Okay. Ja, wir liegen jetzt vorne. Setze ich jetzt nur den Megalakai da? Ne, mehr kommt da echt nicht. Habe ich mich zu spät entschieden. 2 Hits bekommen, die ich eigentlich hätte nicht gebraucht. Ich entscheide mich jetzt für eine Risky-Variante. Wir haben 50 Sekunden, der Golem braucht ungefähr 30, bis er nach oben durchkommt. Ich will jetzt hier über links eigentlich einen Angriff machen. Und wenn er jetzt halt auf links guckt und achtet, versuche ich über rechts den Banditen durchzuschicken. Okay, wir können ja jetzt hier mit dem Bandit da unten verteidigen, sodass der Turm nicht stirbt und er noch Elixier aufbringen muss, um ihn umzubringen. Er muss da rechts noch Elixier verwenden. Rechts für den Banditen, ob er den abblockt, das ist die Frage. Wenn er den abblockt, er blockt den Banditen nicht ab und wir kriegen links den Turm auch noch. Wunderbar, wir können sogar weiter durchlaufen, Das tut weh. Ja, jawohl. Wunderbar. Ja, das war doch glatt. So perfekt. Wir spielen gleich noch eine abschließende Runde. Das ist jetzt die letzte Runde. Die zweite und letzte Runde. Weil sonst geht das Video wieder über 10 Minuten. Und an sich gucken sich das nicht so viele Leute bis zum Schluss an, wie ich herausgefunden habe. So. Allererst wieder der Elixiersammler. Fällig. Lakaienhorde. Würde ich jetzt. Okay, jetzt müssen wir doch mehr. Ich schicke. Das war gerade. Ficken, ey. Scheiße. Fuck. Nein. Setzen wir den Banditen noch vor den Blitzmagier, damit das jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was passiert. Er kommt zum Turm ran. Wunderbar. Das macht wenigstens ein bisschen Damage. Diese Elite-Barbaren, ohne Witz. Ey, wenn ich mir so einen Elite-Barbaren-Spieler vorstelle, ja, dann stelle ich mir einen vor, der den ganzen Tag so RTL guckt, merkt, oh, ich bin schon 30 Sekunden in der Clash Royale-Runde. Da haben wir ihn auf der Hand, setzen wir mal Elite-Barbaren, dann gucken wir weiter, ASI-TV. Du, oh, Golem. Du musst ja aber noch was beichten. Ich bin schwanger. Was? Von wem? Ja, es könnten Wolfgang, du oder Max sein. Also zu 33% ja. Ich Vater. Ah, ja. Oh, das ist mir zu viel Schaden. Der arme Golem. Elite-Baba, springen. Oh. Er springt doch einfach. Da, er ist übers Kampfholz gesprungen. Wie feierlich. Aber das ist gerade jetzt echt nicht feierlich, so wie es hier gerade aussieht, weil ich muss da oben jetzt in den Turm kriegen, um wenigstens auszugleichen. Dann geht es erst in die Verlängerung, das wird also noch ein harter Kampf, aber gehen das nicht auf. Komm. Ich will eigentlich echt immer den Golem so weit wie möglich nicht so viel Schaden fressen lassen, aber das ist jetzt manchmal gar nicht möglich gewesen, ey. So. Jetzt hat das Holz leider nicht, weil man trotzdem getroffen, aber ist egal. Wir haben jetzt
Soll ich weiter über links gehen? Das Ding ist, wir haben bloß auch noch den Babydrachen da vorne, der hat noch ein bisschen Leben. Kann man eigentlich noch ein paar Einheiten hinterher schicken. Ja. Hat noch ein bisschen Damage gebracht. Ich liege jetzt sogar knapp vorne. So, wir blocken mit dem Babydrachen hier ab und ich setze gleich vorne. Geil. Nein, ich hab nichts. Okay, solange der noch 1000 Leben hat, bleibe ich eigentlich entspannt. Okay. Alles entspannt. Der Golem ist oben durch. Er hat auf Angriff gesetzt. Er hat sich so gedacht, jetzt greifen wir an und scheißen auf Verteidigung, aber er hat jetzt doch noch... Oh, wie viele? Warum? Ey, das pisst einen richtig an hier, diese ganzen Lakaienhorn andauernd hier. Komm, nein! Ja! Jawohl! Das ist ja geil! Okay. Glückliche Runden, hätte ich mal gesagt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, nie einen Gegner verschonen, nimm den Golem. Mirror Vision.